Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Assassin's Creed Unity Sequenz 7.2. Und ich habe mich gerade darüber aufgeregt, dass die Truhe da so schön rumlag und wir sie nicht öffnen konnten, da sie halt zu hart für uns ist. Wie kommt man hier raus? So. Nein, danke schön. Beziehungsweise da ist ja noch eine Truhe, oder? Ja, da drin. Komm rüber, sofort! Aber da oben ist ja schon wieder jemand, der es wissen möchte. Ja, man kann es halt niemandem recht machen. Genauso wenig wie diese Person hier, die mir jetzt meint, sie müsste mich anschreiben, weil sie wieder irgendwas zur Schule wissen möchte. Mit Sicherheit. Oder meine Kicktipp-Ergebnisse. So, und hier müssten wir eigentlich relativ leicht reinkommen. Ach Mann! Immer wenn ich meine, es geht leicht, muss man mal wieder mich eines Besseren belehren. Das finde ich nie schön. Weil es auch nicht schön ist. Wir sollen uns vielleicht wieder neue Dietriche kaufen, wo wir schon bei dem Thema sind. Ach ja, wir sind ja immer noch nicht darüber gegangen. Aber diesmal bin ich ja direkt bei der Brücke. Oh. Dann drängeln wir uns mal durch die Menge durch, die alles sehr edel auch, die alle irgendwie ein bisschen edel aussehen. Ja, ist eigentlich relativ friedlich aktuell in Paris. Gab es schon mal heftigere Stimmungen. Also ist definitiv nicht der Höhepunkt so im Jahr 1791, was diese Revolution anbelangt. Jetzt lässt du mich runter, verdammt nochmal. So, bevor wir mit ihm sprechen, schaue ich mal schön, was diese eine Person von mir will. Entschuldigt euch, dass ich das jetzt unnötig so ziehe, aber muss halt sein. Soweit, so gut. Jetzt. Ah, ne, der ist da hinten. Ah. Aha. Mist, 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 Mist. Oh Mann, ich komme da gar nicht hoch. Ach, das ist ja so eine richtige Zwickmühle. Fällt mir überhaupt nicht. Ja, ist ja schon gut. So ein Kevin aber auch. Dachte, du könntest. Ich denke an einen Apotheken. Bonsoir. Ich frage mich, ob ihr. Nicht schon wieder. Gut gemacht. Wartet! Verdammt, kommt wieder zurück! Langsamer! Wartet! Oh verdammt! Oh verdammt, jetzt geht schon wieder los! Oh. So. Einmal, zweimal. Ja, ist gut, Kevin. Wir sollen auch noch Aufzüge verwenden. Okay. Oh Mensch, was soll denn das? Der rennt da irgendwo entlang. Man kann ihn nicht sehen. Ich hätte Lust auf das Verwenden eines Aufzuges. Und da geht's nicht lang. Absoluter Bockmist.
Ach, das sieht mal wieder so aus, als ob wir beide Missionsziele nicht erfüllen können. Ach, da läuft er ja entlang. Na, warte! Taucht hier vielleicht noch ein Aufzug auf oder irgendwas, was man überqueren, unterqueren kann. Jetzt haben wir den Guten ja wieder. Und der macht doch keinen Nebel-Rauch-Aktion. Ach, wisst ihr was? Leck mich am Arsch! Es reicht eindeutig. Oh, bitte! Ich habe es keinem erzählt. Genau wie ihr wolltet. Wovon redet ihr denn da? Ihr gehört doch zu diesem anderen, oder? Dem mit der Kapuze. Erzählt mir von diesem anderen. Wer ist er? Ich weiß es nicht. Ich sah nie sein Gesicht. Ja! Er drohte mich zu töten, wenn ich ihm das Gift nicht gebe. Ich stellte keine Fragen. Ich habe nur eine kleine Menge auf Lager. Er hat alles genommen und mir gesagt, wo die zweite Dosis hin soll. Zweite Dosis? Hier. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Verschwindet. Seht es als wunderbare Geschichte, um einst eure Enkel zu erschrecken. Nun? Du hattest recht. Er gab unserem mysteriösen Mörder das Gift. Und er sagte, der Mörder trug eine Kutte, genau wie ich. Tja, in jeder Geschichte gibt es Licht und Schatten. Wenn wir von innen verraten wurden, erklärt das, warum man es mir anhängen wollte. Hier, dorthin lieferte der Apotheker seine Waren. Worauf warten wir noch? Ja, also einiges an dieser Zwischensequenz sah nicht so schön aus, genauso wenig wie die Soundeffekte, die mein Handy gemacht hat. Das bitte ich zu entschuldigen, aber meine Klassenkameraden wollen halt immer eine schnelle Antwort. Und da gibt es eine Nebenmission. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Ich glaube, ich habe es sogar in der meinem ersten Spielstand gemacht. Aber hier ist es mir einfach zu dumm. Mach mal lieber sowas. Ja, ich finde, dass man die Stadt so zweigeteilt hat mit so einer Brücke, ist echt dumm. Weil da kommt man halt kaum im Spiel voran. Ich wünschte, wir wären auch in den Hauptmissionen ein bisschen erfolgreicher, was die Nebenziele angeht. Auch wenn ich bei der letzten Mission einfach nicht gesehen habe, wo soll man bitte schön da noch die restlichen Sachen erledigen. Also das hätte man vielleicht besser klären können. Ich meine, wir sind jetzt schon bei über 30 Parts, das ist auch eine gute Zahl für so ein Let's Play. Und es lief ja auch fast jeden Tag ein Part, mit ein paar Ausnahmen. Ich würde mal sagen, wir gehen wieder so rüber, weil es einfach schneller ist, als irgendwelche Umwege zu nehmen. Ich meine, man kann ja noch schwimmen. Das hat man ja seit Ezio vererbt, auch wenn Arno ja kein direkter Nachfolger ist. Hat ja alles nichts mehr mit dem guten Desmond zu tun. So, ich glaube, das war aber nicht das Ziel. Wir hätten eigentlich diesen Boten umbringen müssen. Ach, scheiß drauf. Ist halt ärgerlich sowas. Ärgerlich in aller Hinsicht. Da unten ist wieder diese bescheuerte Truhe, die wir einfach nicht aufkriegen. Alles ist bescheuert. Nee, so will ich nicht rein. Beziehungsweise doch. Überwacht in der Truhe.
Ich kann noch keine Doppelattentate. Das könnt ihr mir nicht sagen. Das wäre ein astreines Doppelattentat gewesen. Und ich bin hier der Schnellere, verdammt nochmal. Wer hat das gerade gesagt? Ach, Mann. Das ist nicht euer Ernst. Ich meine, es gab doch jetzt so viele Truhen. Wir haben doch so viele Truhen gesehen, die sich mit zwei Stiften öffnen ließen. Haben wir die schon alle geöffnet oder was? Das ist verzweifelnd. So, hier haben wir einen Kaufmann. Von denen ich gerne wieder alle kaufe. Ich spare jetzt einfach mal, wie, ich meine, wie viel brauchen wir denn bitte schön für diese dritte Fähigkeit? Für Schlösserknacken 3. Sequenz 9 müssen wir da abschließen, wir brauchen ganze 9 von diesen Tokens. Übrigens vielleicht auch noch was zu den Tokens, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Wir müssen tatsächlich mit den Tokens auskommen, die wir in der Hauptstory bekommen, weil Nebenstory technisch gibt es keine. Und hier geht wieder der Punk ab. Wir werden mal besseres Schießen. Wir haben uns gleich zweimal nicht getroffen. Ja, manchmal führt halt der Weg über den Dach. Der Weg über das Dach. So spricht man das richtig aus. Auch schon wieder dieser blöde Vorhof. So, die Konfrontation, das klingt ja mal spannend. Auf jeden Fall bekommen wir 3 Punkte dafür. 3 von diesen unglaublich wertvollen Punkten. Charmanter Ort. Was hoffst du hier zu finden? Der Apotheker sagte, hierhin hätte er sein Gift geliefert. Ich hoffe, ich kann die Fährte aufnehmen und sie dann zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Fährte aufnehmen? Bist du jetzt ein Bluthund? Sowas in der Art. So, die Spur muss untersucht werden. Natürlich ist auch wichtig beim Adlerauge, dass man nicht rennt. Dadurch ist das Ganze schon mal versaut. Normalerweise setzt man ja seine Nase dafür ein, aber hier reicht es offenbar, einfach zu sehen. Einfach Gerüche zu sehen. Sehr komisch. So, jetzt geht's da nach oben. Die Spur endet hier. Bist du sicher? Ganz sicher. Nein. Warte hier. Mach dich nicht lächerlich. Ich lass dich da nicht allein reingehen. Elise. Ich muss das hier allein machen. Bitte. Ich verstehe. Vergiss nicht zurückzukommen. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt weiter nach oben. Da wir jetzt ein konkretes Muster von diesem Mörder haben. Der Mörder meint wohl niemand, aber auch wirklich niemand außer ihm kann da hochklettern. Denke ich ja normalerweise auch immer, wenn ich jemanden umbringen muss in dem Spiel. So, und wir können sogar einen Aussichtspunkt holen.
Das ist ja mal wieder ein riesiges Gebäude hier.